So, wo war die alte Höhle? Wo war die? Bei Karte. Ja, jetzt heißt jetzt quasi, das ist schon wieder die nächste Hauptmission wahrscheinlich. Die nächste Hauptmission. Wir können ja mal runterfliegen und schauen, was da so abgeht. Oder wir befreien hier einfach mal eben was. Wo sind wir denn gerade? Da, was da unten? Lol. Oh, hier ist ein kleines Dörfchen. Komm. Das muss befreit werden. Mit einem Panzer. Oder ist das jetzt ein zerstörter Panzer? Ach Mist, der ist jetzt zerstört. Aber der nicht. Und los geht's. Und los geht's. Wir fahren da hoch. Alter, da war einer drin. Leute, es war ein Rebell. Ich habe einfach einen Rebell rausgejagt. Tut mir leid, Rebell. Tut mir leid. Bitte komm, hier Hey, ist er Zentrale. tot? Was ist da draußen los? Bitte komm. Ach, Gronkh. Ich kriege ja so viele Kommentare, ob ich schon weiß, dass Gronkh in dem Spiel mitgesprochen hat. Ich meine, ich erwähne das fast in jeder Folge, dass Gronkh irgendwie seinen Mund halten soll. Also ja, ich habe es schon mitbekommen. Ja, ich habe es mitbekommen. Es ist auch schwer zu überhören. Also Gronkh kann man nicht überhören. Das ist so. Also man hört ihn einfach sofort. Anders kann man das nicht ausdrücken. Was ist mit euch los hier? Macht mal Platz. Was denn da passiert? Oh, Rico Rodriguez, tatsächlich. Ich habe ein Tattoo Ihres alten Rennwagens. Willkommen zu Hause. Rico, Sie Sind haben das uns Puppen beflügelt, oder unser Land Menschen? zurückzuerobern. Viva la Revolution! Kuscheln! Rico, unser Retter, danke für alles, was Sie für uns tun. Konzentrieren Sie sich auf den General. Ein Dreier. Flupp. Hihi. Ich glaube, das waren wirklich Puppen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe wieder in meinen Panzer rein und fahre einfach weiter. Ja, hat bestimmt Spaß gemacht. Tschüss. So, dann fahren wir weiter und labern ein bisschen weiter. Ja, der Gronkh, der spricht hier mit. Ich hätte es auch erst nicht glauben wollen, aber ein bisschen hört man es ja. Halte B zum Zurückschauen. Schön. So. Schub gibt es hier nicht, ne? Nee. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Mit dem Panzer dahin zu fahren, ist halt nicht so einfach. Aber, oh Gott, ist die Brücke zerstört? Was ist das denn hier? Rebellen? Die stehen einfach, Rebellen sitzen hier einfach rum. Lol. Das gehört doch nicht mal annähernd uns. Aber hey, ist okay. Hihi, hast du Angst bekommen? Nein? Oh. Hast du Angst bekommen? Ach, dieses dünn, 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 ne? Das geht mir vielleicht doch auf den Sack. Der zeigt uns jetzt, was für Autos wir noch nicht haben in die Garage gebracht haben. Das zeigt er uns jetzt an, aber... Ja. Ja, was soll ich sagen? Das nervt manchmal ein bisschen dann. Aber ist okay, dann können wir dann unserem Sammlerinstinkt folgen. Boah, wie weit muss ich denn noch fahren? Ist, glaube ich, hier oben direkt schon. Ich hoffe zumindest, dass es direkt da oben ist. Mir geht nämlich langsam mein Diesel aus. Entschuldigung, es wackelt ein bisschen. Ups. Entschuldigung, ihr standet im Weg. Ich kann nichts dafür. Kein Benzin mehr. Moment, das Problem können wir natürlich lösen. Ich könnte Hilfe brauchen, Rico. Ja, hier. Lasse. So. Eines Tages haben wir intelligente Autos, dann passiert sowas nicht mehr. Was? Na klar. Glaubst du selbst nicht. So, hier haben wir eine Tankstelle. Na gut, den hätte ich echt abschleppen können. Das wusste ich jetzt nicht, dass die Tankstelle direkt hier nebenan ist. Aber okay. Ich möchte diese Stadt befreien. Gibt es hier direkt hier draußen wieder so ein hässliches Schild? Da oben ist ein Schild. Das sieht schon wieder so aus, ob ich das kaputt machen muss. Yeah. Nein, ich habe die Ziege überfahren, glaube ich. Aua. Mann, was macht denn ihr? Was, sag mal, seid ihr dumm? Hallo? Ich hab noch nichts angestellt. Ich kann hier ganz genüsslich reinfahren. Ich habe nichts gemacht, außer das vielleicht. Oh, ach nee, ich dachte gerade, das war ein Zivilist. War kein Zivilist, Leute. Alles chillig. Ey, du rufst nicht Gronkh an. Wir haben Feindkontakt. Er hat Gronkh angerufen. Bam, bam, boom. Ich überfahre jetzt einfach jeden, der sich hier nicht widersetzt. Oh, das sind Zivilisten. Die wollte ich eigentlich nicht schießen. So, Propaganda-Plakate kommen auch weg. Wo geht's hier rein? So, huch, was? Was war das denn? Ich will jetzt hier irgendwie in die Dings rein.
So. Okay, ich muss mal ganz kurz. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Müssen wir ganz kurz hier aufmachen. Einer reicht nicht. Ach nee, Shift muss ich drücken. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Ja. Oh, das ist ja. So, dann. Let's go hier rein. Mach mal Platz, Rebell. Boom, yeah. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Das ist aber eine ganz schön kleine. Ganz schön kleine Polizeistation hier. Das war's das schon? Muss ich hier nicht noch mehr machen? Sind alle hier schon befreit oder wie? Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Das war's das schon hier? Kann doch nicht sein. Das irritiert mich so ein bisschen. Muss da noch was zum Kaputtmachen sein? Protokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Hä, fein, ich habe auch diese... Doch, da ist die Leiste. Da links, genau. Ja, wo ist mein Panzer? Anscheinend haben wir das hier schon eingenommen. Okay, warum nicht? Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Hallo, mach mal Platz. Mach Platz, mach Platz. Oh mein Gott. Ich habe doch gehupt mit meiner Stimme. Ja, wer von so einer Kanone getroffen wird, der tut mir jetzt schon leid. Los, so. Finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Finde den Rebellen. Ja, wo könnte er sein? Vielleicht da, wo es explodiert überall. So. So, was muss noch kaputt gemacht werden? Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Da müssen wir mal gucken gehen jetzt hier. In die Stadt reinfahren nochmal. Wieso sind ja normale Propagandablätter da? Aber was waren das nochmal für Dinger da oben? Sieht aus wie so ein Strom irgendwas. Irgendwas mit Strom. Wir werden es gleich sehen. Fahren mal hier rein. Das ist eine generell zerstörte Stadt hier, ne? Sie haben mich jetzt schon verloren. Wollt ihr mich verarschen? Na gut, wir machen es wieder auf die altmodische Art und Weise. Wenn wir das jetzt nicht so schnell finden, dann machen wir einfach so. Und da haben wir doch schon mal was. Dann fahren wir rückwärts. Hallo, Rebell. Ja, kannst du mal ein bisschen weggehen? Ja, die freuen sich, dass ich hier für sie kämpfe und so. Aber ich würde nicht so nah an einem Panzer stehen. Erst recht nicht, wenn... Hä? Ziel verloren. Oh nein. Ups. Ups, aber... Hä? Will der mich verarschen? Mal kurz da... Ich guck mal kurz da rein. Ist doch hier drinnen irgendwas, ne? Ich hab's doch hier gewusst, dass da was ist. Ey, habt ihr gewusst? Hier, machen wir mal so mit der bloßen Hand hier. Belle, 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 belle. Nice. Sind das andere Überwachungssysteme? Waren das Überwachungssysteme? Schickt mehr Männer. Nein. Feindaktivität. Alle Einheiten. Alles, bloß keine Männer. So, das andere Ding, das ist. Jetzt muss ja dann hier irgendwo sein. Irgendwo vor mir. Monitore. Ach so, das sind wieder tatsächlich diese Monitore hier. Okay. Na gut, dann haben wir das. Klick. Das geht ja recht schnell jetzt hier, die zu finden. Die werden ja alle angezeigt. Da drüben zum Beispiel. So. Okay. Da haben wir einen. Ja, der andere ist da hinten in der Klasse. Miau. Alter! Aua, aua, aua! Ein fliegender Mann, ja, auf die Fresse fliegender Mann. Okay, ist auch kein Problem. Huch! Oh Gott, kaum noch Zeit? Was ist denn, wenn man die Zeit, wenn man das nicht schafft in der Zeit? Würde mich auch mal interessieren. Hä, da unten ist der letzte? Hä? Ups. So, hier unten, so. Hä, hey, was war denn jetzt da hinten markiert? Abliefern, lol. Wo wird denn hier so geballert? Ach, da. Haben sie verdient.
So, dann hissen wir mal die Fahne. Hui. Jump. Oh, cool, ja, das war geil, ne? Das war geil. Okay, wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft. Hä? Ach so, du wolltest gerade sagen, hey, wieso wird das immer langsamer? Die Garage wurde freigeschaltet. Yeah, Oliver. Oh nein, nicht so wieder so ein Flugding. Was? Explosionen? Aha, Eine Stadt nach der anderen. Jo, aber ich muss noch was abliefern, Leute. Ich muss noch was abliefern, das ist ganz wichtig. Miau. So, der will abgeliefert werden. Supp. Kann ich den fahren? Natürlich nicht. Vorhin waren ja 1000 Autos. Falls Sie in Olivio Moro wohnen, wissen Sie es vermutlich schon, aber Ihre Stadt wurde befreit. Ja. Sollten Sie einen Soldaten der DRM sehen, bitten Sie einfach einen Rebellen, ihn aus der Stadt zu jagen. Pace e Libertate. Jo, was geht? Ich hab dich noch nicht gesammelt. Hey, das ist mein Auto! Was? Alter, ich kämpfe für dich, Mann! Ich kämpfe für dich! Du Arsch! Du musst mir freudig dein Auto überlassen, Mann! So sieht's aus. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen ordentlich. So. Gleich doppelt, das hält besser. Brumm, brumm, brumm. Ein bisschen näher ziehen vielleicht. Wieso kann ich das nicht näher ziehen? Okay. Egal. Komm mit, mein Freund. Das ist aber ein schönes Auto, muss ich sagen. Haben wir aber, glaube ich, schon. Ich glaube, hinten ziehen ist nicht das Beste, was man machen kann bei einem Auto. Kann das sein? So. Ach komm, wir geben einfach ein bisschen Stoff. So, da wird sich schon fügen hier das Auto. Wird sich schon fügen. Oh oh. Ich ja, perfekt. Dir mal was sagen. Es ist hart, so gut zu sein. Ja, es ist wirklich hart. Okay, dann holen wir uns hier ganz schnell. Ah ne, wir brauchen keine Fackel, okay. Dann sammeln wir das Auto noch schnell. Ich meine, wenn wir es noch nicht gesammelt haben, dann müssen wir es natürlich sammeln. Wo ist die Garage? Das da ist, glaube ich, die. Ja, Garage. Außerdem ist das, hat das eine gute Farbe. Yeah. Und es fährt sich verdammt gut. Das kann jeder in der Rebellenarmee kann dieses Fahrzeug gebrauchen. Jeder. Ohne fucking Ausnahme. Wie sieht der Obrigkeit? Alter, das Gebiet gehört uns. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Alter, was wollt ihr von mir? Dann scannt mal, meine Freunde. Scannt. Scannt. Yeah. Stria Cavalla. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet. Okay, wir können Tschüss. Diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. Moment mal. Ich habe das Gefühl, das Auto haben wir noch nicht. Quiek. So, scannen bitte. Wir können damit nichts anfangen, Rico. Was? Fahrzeug ausgeschlachtet. Was? Na klar, hat doch funktioniert. Ein Schlaberstuhl. So. Schau ab. Macht's gut. Moment mal. Ich habe das Gefühl, das Auto haben wir noch nicht. Doch. Was ist los mit dir, Mann? Oh, das ist ein wunderschönes Auto. Das braucht die Rebellenarmee unbedingt. Was willst du von mir? So, bist tot. Fahrerflucht, hä? Okay, haben wir Fahrerflucht gemacht. Nice. Yeah. Oh, mit denen kann man richtig viel machen. Ab jetzt können wir es dir liefern. Ja, cool. Nice, danke. Hallo. Oh nein, das ist ein Rebell. Ups. Nein, das ist ein richtiger Mensch. Ah, fuck. Tut mir leid. Nein, schon wieder. Ich mach das nicht mit Absicht, Leute. Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. So, dann machen wir noch. Ich würde gerne eine Herausforderung noch machen. Weil die ist schon mal. Oh mal, hier ist eine. Hä? Das ist ja mal interessant. Was ist das? Hehe, da machen wir die gleich hier. Crashbombe. Ach, so ein Ding schon wieder. Das war schwer.
Das ist schwer. Aber wir machen es. Wir machen es. Einfach nur so. Ich weiß gar nicht, für was die Punkte... Lol. Sieht aus wie ein DeLorean. Also hier wie die... Ihr wisst schon. Da unten ist das Ziel. Okay, wir werden immer schneller. Und dann fahren wir da runter, direkt ins Ziel. Hä, wo soll das Ziel sein? Da oben? Was? Hä? Oh, mach Platz. Mach Platz, Mann. Was für eine Scheiße ist das denn? Da oben. Ich dachte, man fährt runter immer. Oh, Scheiße. Das Problem ist natürlich, dass wir gerade jetzt... Oh, Scheiße. Nein, ich bin dir gleich. Alle Einheiten hierher. Oh, ist natürlich echt scheiße, dass wir gerade jetzt während der Mission, ne, so einen Scheiß hier haben. Oh Gott. Hey, wie haben die sich das vorgestellt, dass man das, wie soll man das denn schnell lösen? Man muss ja schnell hochfahren. Hä, keine Ahnung. Ist mir zu hoch. Aber, wie gesagt, wir machen das jetzt einfach, dann kriegen wir halt noch, naja, eins kriegen wir vielleicht noch. Wenn wir gut sind, kriegen wir eins. Dann mit so einem beschissenen Wagen auch, ne? Der so langsam ist. Spring jetzt einfach hier lang. Vielleicht habe ich Glück. Ah, ich hätte doch runterfahren können. Ja, ich habe Glück, Ja. Verfolgung ja, Kronk. Ihr könnt es ja versuchen, Kronk. Du weißt es genauso gut wie ich. Das schaffen die nicht. Alter, ich sehe, da ist es doch. Unser Ziel. Wir kriegen einen Zahnrad, kriegen wir noch. Eins kriegen wir noch. Schnell Absprung. Nein, mit E muss ich aussteigen. Ups. Ich bin gestorben.